Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern. Außer uns gab das Schaf ist da eben hinten runtergefallen. Hatte sich eben noch so schön gedreht, das Schaf. Jetzt ist es runtergefallen. Darauf eine Hammelkeule. Ich habe gar keinen Hunger. Naja, egal. Ja, ich stehe immer noch hier am, hier am Shettleball. Ich will immer Shettleball sagen. Ich stehe immer noch hier am Superhörni-Feld. Ist natürlich Superhörni, ganz klar. Und ihr hattet ganz, ganz fleißig wieder mal eure Einsendungen geschrieben, eure Tipps geschrieben. Und sowohl der You als auch der Cedric hatten 7 Daumen hoch auf ihre Einsendung. Aber ich dachte mir, weil der Cedric ja schon beim letzten Mal dran war mit seinem Tipp, ist diesmal einfach mal der You dran. Habe ich einfach jetzt mal so entschieden. Als Bürgermeister kann man ja auch mal Entscheidungen treffen. Ist ja eher immer so, dass... Oh, das Problem... dass Bürgermeister keine Entscheidung treffen, als wenn sie Entscheidungen treffen. Und deshalb ist heute mal der Tipp vom You dran, der war auch etwas eher, also 2 Gründe, warum You heute mal genommen wird, ist aber noch nicht entscheidend. Selbst wenn das jetzt richtig sein sollte, wäre es noch nicht entscheidend? Nö, wahrscheinlich nicht. Nö. so. Also, der You. Der You, was sagt der You dazu? Sagt man ja auch so, ne? Das ist jetzt Tipp 3. Tipp 3. 2, 3. Vom lieben You. Und jetzt geht's nämlich los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment. Ja, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und ein H. Das werde ich mir für den Rest meines Lebens, glaube ich, merken. Ganz komisch. Tipp 3 ist vom You. Und der hat 14 U, U mit 14 U. Und der hat getippt, jetzt müssen wir uns mal die Farben raussuchen. Ich packe mir das mal beiseite hier, mein ganzes Kram. Schilder weg, das weg, das weg. Die Hammelkeule. Unser Inventar ist immer vollgemüllt, ne? Ist eigentlich immer vollgemüllt. Ich habe eigentlich noch nie ein unvollgemülltes Inventar gehabt. Der hat getippt, der U, gelb auf die 1. Ich packe das mal ganz kurz hier beiseite. Die Schilder, die brauchen wir auch gerade nicht. Dann können wir nämlich das so machen. Also gelb auf die 1. Haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4. Packen wir die Hammelkeulen nochmal kurz hier rein. Gelb auf die 1. Dann hat er grün auf die 2 gewählt. Grün auf die 2. Und ihr hattet das mit dem Daumen hoch ja unterstützt. Das heißt, ihr seid euch ja sicher, dass der Judah eventuell recht hat, ne? Dann rot auf die 3. Keine Fehler machen. Das ist ganz wichtig bei diesem Spiel. Gelb auf die 4. Zweimal gelb, da wart ihr euch ja schon ziemlich einig. Hat ja auch der Tipp vom Zordern, der erste Tipp schon ergeben, ne? Dass zweimal gelb auf jeden Fall drin ist. Und einmal weiß. Weiß. Und grau ist überhaupt keine Farbe, die gibt es nämlich gar nicht. Packe ich mal hier hin, so. Das ist ein Tipp und den werden wir jetzt einfach mal hier in die Felder einfügen. Also gelb auf die 1, grün auf die 2, rot wurde hier auch schon mal getippt, auf die 3. Na, überlegt mal ganz kurz, dann kommt er vielleicht auch drauf. Dann gelb auf die 4 und weiß auf die 5. Sein Tipp. Es gibt eine Sache, da müsstet ihr mal ein bisschen überlegen. Und dann kommt er vielleicht drauf. Okay, jetzt ist ein schwarzes und ein weißes Schaf. Guck mal, was für ein schönes Bild. Schwarze und weiße Schafe. Werde ich auch diese Folge nennen. Sag ich öfter mal, ist aber meistens falsch. Und davon, von diesem Tipp... sind jetzt genau so und so und so. Ja, tut mir leid, mehr wären es nicht. Ihr habt, dieser Tipp bringt euch einer ist richtig an der richtigen Stelle. Welcher, sage ich natürlich nicht, ne? Und auch die Reihenfolge, wie ich die hier aufstecke, ist völlig, ist nicht gleich mit denen, wie die Blöcke da platziert sind, genau. Also, einer richtig an der richtigen Stelle und 2 sind richtig, aber an der falschen Stelle. Guckt es euch nochmal an. Einer ist, ich werde nirgends hingucken, außer dahin auf diesen Block. Einer ist richtig an der richtigen Stelle. Na? Und 2 sind richtig, also zwei, also eine Farbe ist richtig an der richtigen Stelle und 2 Farben sind richtig, aber an der falschen Stelle. So, jetzt könnt ihr euch Gedanken machen bis zur nächsten Folge. Und könnt wieder eure Tipps unter das Video schreiben. Also langsam kommen wir ja in die heiße Phase, ne? 3 Tipps sind jetzt schon da. Morgen dann schon der 4. Bedenkt bitte, dass das letzte Mal beim 5. Tipp erraten wurde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es diesmal nicht ganz so leicht wird.
das Ganze zu erraten. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Der Mann wusste es nicht genau. Und wir rennen jetzt mal zum Heldenviertel zurück. Denn da hatten wir unsere Arbeit niedergelegt. Und da wollen wir natürlich auch weitermachen. Oh, ich habe die Hammelkeulen vergessen. Kleiner Huster, schneide ich hinterher raus. Dafür habe ich jetzt 19 rohe Rindfleisch. Weil ich die ja... Hatte ich die... Ach so, doch, auch von meiner Reise. Ja, ja, genau. Hier unsere wunderschöne Hilfe Mojang. Bei der wir ja auch irgendwann aufgehört haben. Fehlt noch oben das große Förderrad und so. Da geht's aber auch weiter. Und dann hatten wir mit dem Heldenviertel begonnen, ne? Und da machen wir jetzt weiter. Ganz einfach. Es kann auch sein, dass wir jetzt da mehrere Folgen weitermachen. Also nicht gleich, also ihr könnt den nächsten Tipp schon schreiben. Oh, Hundi, bist du wahnsinnig? Komm mal hierher. Hey, du fällst da runter. Alter Verwalter. So, da kannst du sitzen, da ist sicher. Aber hier geht's doch runter und wenn du da runterfällst, naja, war jetzt nicht so tief. Aber es tut auch weh. Auch Stürze aus kurzer Distanz können auch weh tun. Hier sind irgendwelche Zombies am Rumnölen. Hier unten, oh, ja, da unten bestimmt. Die Dunkelwacht, ne? Das ist ja unsere Wacht hier für die Dunkelwächter, die ja über die Nacht wachen sozusagen. Also die Nachtwachen. Genau, könnte man auch so sagen. Wir gehen einfach mal hier durch am Beobachter, Boten vorbei. Meine Güte. Ich muss ja mal wieder reinkommen. Bin total raus, nachdem ich tot war. So ein Tod kann einen schon mal ganz schön zurückschmeißen. Helden für... Oh, guck mal. Kleine Oma. Kleine Tante Emmy. Hallo. Na? Bist ja noch so klein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unsere Leute hier schon weiter mal locht haben. Im Kartoffelhelden. Das ist ja unser Zwergengasthaus zum Kartoffelhelden. Guten Tag, nix los? Verkaufen sich gerade schlecht, die Kartoffeln, wa? Warum? Weil ein Zaun steckt in der Maschine. Verdammt, da hat ein Zaun in der Maschine gesteckt. Das kann doch nicht gehen. Hat hier einer einen Zaun abgerissen? Oh, hat ein Zaun in der Maschine gesteckt. Da hinten ist schon wieder ein neuer... Oh. Ey, was soll ich mit den ganzen Dorfbewohnern machen? Die vermehren sich hier ohne Ende. Und dann geben sie sich ja gegenseitig die Kartoffeln. Das geht ja gar nicht. Ihr müsst raus, kleine Dorfbewohner. Ihr müsst hier raus. Ich habe euch da hinten extra einen Ausgang gemacht. Das war eine total gute Idee von mir auch. Mist. Ja, am Abernten sind sie, aber die verteilen das natürlich dann untereinander. Das war ja nicht der Sinn der Sache. Der Sachensinn auch genannt, ne? Die müssen wir irgendwann mal rausschmeißen. Okay, wir sind zurück im Heldenviertel. Es gibt auch eine... Hier ist immer noch der Kürbis, ne? Der Kürbis thront immer noch auf dem... Sockel vom Heldenklaus. Heldenklaus hat immer noch den Kürbis drauf. Das ist immer noch alles von Halloween über. Halloween-Überbleibsel, naja. Aber so wird es auch zu einem Symbol der Schlacht gegen den Kult, der nun endgültig besiegt ist. Und da hinten ist die Goldhöhle, die sind sehr weit entfernt. Also sehr weit entfernt. Okay, ihr seht ja schon die Gebäude hier. Da müssen wir jetzt mal langsam dran weiterbauen. Aber was ich unbedingt machen möchte, ist eine Endertruhe aufsuchen, um meine normale Ausrüstung mal wieder zusammenzuklauben. Oh, Alter, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, erschrecke ich mich. Ist ja schrecklich. Wo haben wir die nächste Endertruhe? Ich weiß, wo hundertprozentig eine ist, nämlich hinten bei der Bank. Na, rennen wir mal zur Bank. Ist etwas weiter. Hui. Rennen wir zur Bank und gucken mal, ob wir da eventuell die Endertruhe entleeren können. Ja, ziemlich viele haben geschrieben, man, ich hätte schon diese Höhlentour machen können, in die Goldhöhle. Aber, machen wir dann vielleicht in so ein paar Folgen. Wenn uns das Bauen wieder keinen Spaß mehr macht, dann gehen wir als nächstes auf jeden Fall... Oh, hier sind drei Endertruhen. Hui. Volle Auswahl, wir nehmen gleich die mittlere. Und hier ist nämlich unser ganzes Zeug drin. Hier, ne, alles, was wir so brauchen. Und da werden wir uns jetzt gleich erstmal schön eine Rüstung zulegen. Und wir nehmen natürlich auch unsere, wo ist sie? Haltbarkeit, Glück und Effizienz. Da. Die nehmen wir auch noch mit. Und unser Schwert dürfen wir auch nicht vergessen. Müssen wir gleich mal irgendwas wegmüllen. Hier. Schwert. Zack. Das nehmen wir uns natürlich wieder. Das ist ja unser bestes Schwert. Was wir auch nicht missen möchten. Pack jetzt mal das andere hier rein. Hat keiner gesehen. Oh, wird schon wieder dunkel. Oh ja. Die Glocke klingt. Die Glocken. Gehen wir mal hier pennen. Ich habe auch ein Bett dabei, aber ich schlafe lieber in bestehenden Betten.
der Spawnrate wegen, damit ich auch immer schön hier in Hunsgrab wieder rauskomme, ne? Und nicht irgendwo auf der Welt. Ihr hört, meine Stimme ist immer noch so ein bisschen rau, weil der Hals blau ist, aber das wird es wieder geben. Gehe ich mal von aus, dass es das wieder gibt. Und jetzt zurück zum Heldenviertel. Achso, anziehen können wir uns noch. Zack, 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 zack. Das geht schnell. Könnt ihr euch morgens auch so schnell anziehen wie ich? Müsst ihr mal versuchen. Kriegt ihr bestimmt nicht hin. Im Heldenviertel haben wir natürlich reichlich Nahrung. Ne? Kartoffeln sind ja da ohne Ende. Und deshalb werden wir die andere Nahrung in irgendeine Kiste müllen. Juhu, ich freue mich ja. Denn dann können wir fröhlich weiterbauen. Es gibt ja noch etliches, was hier zu tun ist. Wir werden uns das gleich mal angucken, so eine kleine Baubegehung machen hier im Heldenviertel, damit wir erstmal wieder drauf kommen, wo es jetzt überhaupt weitergeht. Es ist, wenn man Minecraft-Projekte so lange ruhen lässt, hier ist ja die von Fasgard, der schöne Wagen, steht ja auch dran, ne? Fazis Lastenwagen mit der schönen Nummer von Hunsgrab. So, und jetzt wollen wir mal schauen, was können wir denn hier mal wegmüllen? Das und das. Genau, und Krust haben wir auch unwesentlich viel. Unwesentlich viel Krust. Die ganzen Blumen haben wir auch eingesammelt. Ey, wenn man mal einfach so durch die Gegend rennt, was man da so an Müll einsammelt, unglaublich. Müllsammelaktion. Noch mehr Eisen. Hier ist auch noch mehr Eisen. Das ist das Eisen von der Moloch. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dem anderen Eisen vermischen sollen. Nur dann dürfen wir halt die nächsten 200 Folgen erstmal keinen Eisengolem mehr bauen. Aber ich habe sowieso, glaube ich, insgesamt nur 2 oder 3 Eisengolems gebaut hier bei Minecraft. Der Rest ist einfach so entstanden. Und jetzt wäre es eigentlich Quatsch, noch mehr Eisengolems zu bauen. Denn hier ist schon alles voll. Ne? Wenn man da hinten auf den Marktplatz guckt, auf den Platz vom Hunsgraber Boten, da sind einfach so viele Eisengolems schon entstanden. Okay, Holz noch weg. Das Boot ist auch aus Holz. Klar, Logo. Die normalen Werkzeuge, wie die Axt. War da auch die gute Axt drin? Wir haben jetzt 2 Eisenäxte. Packen wir erstmal hier rein, nehmen wir erstmal eine normale Eisenaxt, die wir auch nicht so oft brauchen. Schere heben wir uns mal auf, die werde ich jetzt nicht gleich wegpacken. Und dann werden wir uns nochmal ein bisschen Verpflegung holen. Warte, Moment. Verpflegung holen aus dem, Lieferhelden, wollte ich schon sagen. Hier aus dem, Kartoffelhelden, genau. Und die Kohle, die können wir auch beim Kartoffelhelden gleich in den Ofen packen. Damit die immer schön Kohle brennen können hier. Zack. Rein damit und rein damit. Ordentlich Kohle rein. Kiste ist schon ordentlich voll. Wir nehmen uns 31 Kartoffeln raus. Und der Kompass von der Moloch, der muss natürlich dann ganz besonderen Platz kriegen. Die sind da oben voller Malochen. Natürlich, klar. Also, Helden, der Kartoffelheld ist fertig. Und wir widmen uns jetzt dem nächsten Gebäude gleich. Hier ist noch nichts drin. Nee. Hier ist noch nichts drin. Okay. Dann haben wir hier hinten. Ah, hier sind die Mietswohnungen, ne? Die waren mir auch wichtig. Die Mietswohnungen. Also nicht hat nichts mit Mieten zu tun oder sonst was, sondern einfach nur da, wo die Leute zur Miete wohnen. Und hier fehlen noch ein paar Balken. Also so ein paar, das können wir auch gleich in der Hand verknöpeln. So, zack. Da fehlen noch ein paar. Die machen wir jetzt gleich mal. Oh, Prezipups-Werbung. Juhu. Endlich mal wieder. So, zack. Jetzt geht's weiter hier. Und dann werden wir hier auch, werden wir da pinke Wände reinziehen? Ich weiß es nicht. Das sind hier die Wohnungen übrigens von den sehr, sehr armen Leuten. Also die ganz armen Helden. Arme Helden, arme Ritter gibt's ja auch. Und dann gibt's auch arme Helden, die nicht so viel Geld jetzt haben unbedingt gleich, um sich da etwas Besonderes zu leisten. Und zack. Genau. Aber vielleicht sollte ich die Wohnung hier nochmal ein bisschen anders eingrenzen. Passt mal auf, wir nehmen mal so. Erstmal wieder Ordnung reinbringen. Das ist echt heftig, wenn man erstmal so, ne, dann wieder Ordnung in die Geschichte zu bringen. Ist gar nicht so einfach. Ich würde das nämlich viel lieber hier lang ziehen. Dann wird die erste Wohnung hier zwar eine sehr schmale Wohnung, aber Hauptsache ist doch, den Dorfbewohnern gefällt es. Und die sind ja auch mit wenig zufrieden, ne? So, zack und zack. Gut, dann haben wir das. Und hier ist eine sehr große Wohnung. Sind alle sehr unterschiedlich. Und hier sollten wir dann vielleicht die Treppe hochziehen. In die zweite Etage. Ist eine gute Idee. Okay, so und so. Und dann wäre hier die zweite Wohnung. Sehr gut.
Ja. Da oben fehlt auch noch einiges. Meine Güte. So, wir brauchen pinken Stein. Lehm. Lehm haben wir doch auf der anderen Seite. Genau. Haben wir nämlich hier. Und da brauchen wir jetzt ich glaube, Magenta war das, ne? Magenta. Es war gar kein Pink, es war Magenta. Dann können wir nämlich schon mal die Wände reinziehen in die einzelne Wohnung hier. Einzelne Wohnabteils. Ja, es war Magenta. Es war Magenta, es war Sommer. Okay. Dann hier noch. Und dann werden wir ganz spartanische Einrichtungen machen natürlich. Für den Held von heute, der mag es ja gar nicht so luxuriös eingerichtet. Ja, was mich auch noch sehr, sehr beschäftigt hat und was mich natürlich auch noch unglaublich beschäftigt, ist, was eigentlich aus Sordan geworden. Wir haben ja zusammen den Kult des Schwarzen, Kult des Schwarzen Drachens besiegt, aber der Zordan ist verschollen immer noch und ist auch noch nicht wieder aufgetaucht. Keiner weiß, wo er ist. Und da wurde geschrieben, ja, macht ihm auf die Suche nach dem. Könnte ich natürlich jetzt sofort machen, aber wir müssen erstmal so wissen, in welche Richtung wir suchen müssen. Wir können ja nicht einfach drauf lossuchen, ne? Einfach drauf lossuchen wäre eine Suche des Irrsinns, sozusagen. Wir müssen also erstmal für uns rausfinden, in welche Richtung gehen wir da. Und wir müssen Hinweise suchen, wo er eventuell verblieben ist. Ich glaube, von der Inferno, dem Schiff des Kultes, ist nicht mehr allzu viel über. Aber wir können natürlich da hinreisen und mal gucken, ob er da irgendwo... ob es da irgendwelche Spuren gibt. Hm. Sagt ihr jetzt. Ist richtig was los mit den kleinen Dorfbewohnern? Ja, das können wir natürlich machen. Wir könnten jetzt da hinreisen und mal gucken. Hier haben wir auch noch, fehlen auch noch ein paar. Oh, boah, ein 64er Stack schon wieder weg und trotzdem noch nicht genug, ne? Hier fehlen auch noch Räume. Dann müssen wir dann von oben die Decke drauf zwirbeln. Die Frage ist halt, machen wir das jetzt gleich? Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oder in der nächsten Folge. Oder ich frage einfach euch mal, habt ihr irgendwelche Spuren von Zordan gesichtet? Könntet ihr euch vorstellen, wo der abgeblieben ist? Ich kann natürlich auch noch meine Wissenschaft darauf einsetzen. Achso, was will ich denn hier? Magenta ist die Farbe. Um da was rauszufinden. Aber die brauchen natürlich auch erstmal ein paar Fakten. Ein paar Fakten, nach denen sie sich richten können, ne? Wo war das denn jetzt? Auf der anderen Seite, ne? Ich glaube ja. Wo sie sozusagen dann ermitteln können. Oder einen Ansatz. Sie brauchen einen Ansatz, genau. Das war's. Hier auch nicht? Hä? Gott, hier so viele Türen. Hast du viele Türen? Da war's. Gott, was für ein Gewirr an Räumen hier. Unglaublich. So, und dann müsst ihr hier die Decke rein aus Schwarzeiche. Die machen wir am besten von oben, ne? Dafür müssten wir auch hier die Treppe reinmachen. Also, wenn ihr irgendeine Ahnung habt, immer her damit. Also, ich hätte gerne da Informationen, was ihr denkt, wo der Zordan abgeblieben sein könnte. Wir brauchen Schwarzeichenstufen. Da haben wir sie. Alles da, es ist alles da. Man muss nur danach suchen. man muss nur finden. Okay, jo. Dann eine hierhin, eine dorthin und eine dorthin. Und dann können wir das Ganze hier so durchziehen. Und dann haben wir hier einen Treppenaufgang. Und hier drunter ist dann die Wohnung. Machen wir gleich mal eine Tür hin. Von dem ärmsten Helden Harry Potter. Ne? Der wohnt unter der Treppe und er kann nichts dafür. Muss nur eine Tür rein. Er konnte sich noch nicht mal eine Tür leisten. Kann natürlich auch die Devise sein. Also, was ziehen wir aus dieser Folge für ein Fazit? Wir mussten uns erstmal wieder orientieren. Mussten erstmal gucken, wo es weitergeht. Ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umschauen und gucken, ja. Hier kann man dann aus dem Fenster springen. Nee, aber hier kommt man dann zu den anderen Räumlichkeiten hin. Wahrscheinlich müsste die Treppe hier oben dann wieder schmal werden, dass wir hier dann sozusagen ein Obergeschoss hin machen können. Also wisst ihr, wie ich meine, ne? Dass man einfach sagt, hier macht man das Ganze dann wieder schmaler und dann kommt hier oben ein Obergeschoss rein. Ich hole mal ein paar von den Platten, da haben wir auch noch etliche von da. Brauchen wir auch etliche. Ja, und dann natürlich neue Tipprunde, super Hörni morgen. Bin ich sehr gespannt, was ihr aus eurem, aus dem letzten Tipp, ich wollte jetzt nicht euer Fehler sagen, weil es war ja kein Fehler, war es ja nicht.
Aber was ihr aus eurem letzten Tipp gelernt habt und was ihr da für Schlüsse rauszieht. Weil im Grunde ist Super Hörni ja, man macht irgendetwas und zieht da dann Schlüsse raus für den nächsten Zug. Na, also auch wenn mal gar nichts richtig ist, muss das nicht unbedingt schlecht sein. Ist ja auch ein abgefahrener Treppenaufgang hier. Das ist auch total Schrott. Das ist totaler Schrott, was ich hier baue. Wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Das muss alles wieder weg. Wir müssen da vorne gleich hochgehen. Und dann kann man es oben besser verteilen auch. Richtig, richtig. Also das muss alles nochmal weg. Oh, wird's dunkel? Folge vorbei? Unglaublich. Ja, war jetzt eine sehr schnell, spontan aufgenommene Folge. Morgen geht's dann weiter mit Super Hörni. Und ich bin gespannt auf eure Tipps. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Vielleicht machen wir uns auf die Suche nach Zordern. Oder bauen hier weiter am Heldenviertel, wenn wir noch keine Fakten haben, die uns weiterhelfen. Ich sage aber erstmal, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft, heißt das Spiel. Lasst euch nicht vom Heldenklaus beißen. Und auf Wiedersehen.